Ende August vor 30 Jahren gab es in Rostock-Lichtenhagen pogromartige Ausschreitungen. Das heißt, tagelang wurde die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerberinnen und Asylbewerber belagert, wurden die Menschen, die dort ein- und ausgingen bzw. auf die Bearbeitung ihres Anliegens warteten, bedroht, beleidigt, beschimpft und später Vietnamesinnen und Vietnamesen, Vertragsarbeiter, die in einem anliegenden Wohnheim lebten, in ihrem Haus tatsächlich gejagt. Es ist ein Wunder, dass kein Mensch dabei ermordet wurde. Wir stehen hier vor dem Grundgesetz der Bundesrepublik. Artikel 1 heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht des Deutschen, nicht des Weißen, sondern des Menschen. Und nur wenn wir genau das im Alltag berücksichtigen, wird es auch möglich sein, solche Dinge zu verhindern.